Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokepark Wii, Pikachus großes Abenteuer, Part Nummer 25. Ja, und Sverig, ich mach mir gerade echt richtig Angst hier. Ja, wo wir beim letzten Mal hier die Rambok, hieß es glaube ich mal, das Minispiel mit Zwerfinst hinter uns gebracht haben. Und sind ja dann in die Galerie gekommen oder in den Ballsaal oder was war? Ich bin schon wieder verpeilt. Ich guck gerade mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir das im Rambok gemacht haben und haben danach noch ein paar Pokémon kennengelernt, wie zum Beispiel Carpils, gell? Nahtzwirlicht. Ach ja, stimmt. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder. Wir brauchen eine Seite von, von Weberak. Genau. War es denn nochmal? Weberak? Weiß nicht, oben irgendwo in einem Nebenraum oder so? Oder doch unten? Ich meine, hier kann man sich leicht verirren. Also hier, das ist halt wie Luigi's Mansion. Muss man immer wieder gucken, wo man hin muss. Na, Gengar, alles klar bei dir? Ja, war wohl auf der linken Seite, okay. Gucken wir mal. Da ist ein Schatten. Nibulak? Ist das der Schatten von unten oder was? Vermutlich. Der Schatten leuchtet einmal von unten nach oben, alles klar. Ja, oder er war unsichtbar und hat uns alle jetzt einen Streich gespielt. Na du? Ah, du willst da also etwas reißfestes fressen. Ja, ich kann nicht reden vor lauter Schwingungen. Reißfesten Faden von mir, um das Klavier reparieren zu können. Nicht leiser als das. Augenblick. Hier, nimm. Damit sollte sich ein schöner Klang erzeugen lassen. Oh, okay. Stahlseil direkt. Reißfesten Faden halten. Sag mal, das ist aber ein bisschen dick, würde ich mal sagen. Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Ja gut, okay. Pokémon-Welt, da ist alles möglich. Aber mal, vor allem, wir brauchen eine Klavierseite und das sieht trotzdem aus wie ein Stahlseil. Also, ich sag nichts. Also, ich weiß ja nicht, manchmal ist es so ein bisschen übertrieben. Das hätte man ruhig ein bisschen dünner machen können. Naja, was soll's. Hat man halt mehr als einen Strang, da können wir das auf alle Ewigkeiten hier immer wieder reparieren, gell? Dann brauchen wir Weberak nie wieder Faden abzugeben. Meine Güte, ey. Na, ihr alle habt ihr Spaß so, auch ihr beim Zugucken. Pikachu denkt sich auch, ja, ist auch immer nur dafür da, um Sachen durch die Gegend zu tragen. Und ja, ich merke übrigens gerade, ich habe vergessen, meinen Ventilator anzumachen. Na. Sollte man ihn hören, tut es mir leid, aber es ist furchtbar warm. Wir haben heute Dienstag und es ist einfach zu warm. Ach ja. Pikachu, wir haben es ja gleich geschafft. Ist ja nicht mehr weit. Ich weiß übrigens auch gar nicht mehr, wie viele verschiedene Aufgaben wir noch haben, wo wir was rumtragen müssen in dem Sinne. Aber es wird vermutlich noch das eine oder andere kommen. Bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher. Ihr wisst, ich habe zwar das Spiel schon mal gespielt, aber weiß nicht alles auswendig, weil dafür müsste ich es öfters gespielt haben. Ich habe es auf Score sehr lange gespielt, aber nicht halt die eigentliche Story. Guck mal, da haben wir was. Oh, du hast etwas du hast von Weberak also etwas Faden erhalten? Ja? Ja, etwas ist gut. Guck dir das mal an. Hat mir einen Monatsvorrat gegeben. Vielen Dank. Dadurch hast du dir ein ganz dickes Lob verdient. Alles klar, dann will ich mal das Klavier reparieren. Ja. Okay. Ein wippendes Klavier. So, damit ist das Klavier wieder voll einsatzbereit. Darüber wird sich Traunmagil sicher auch freuen. Stimmt, das war ja der ganze Grund, warum wir das hier gemacht haben. Na du? Das Design von Traumagier ist eigentlich auch interessant. Also das sieht ja irgendwie aus wie ein Magier, nur halt das ganze, ja, der ganze Magieranzug ist halt das Pokémon. Die Türen mit den roten Juwelen stehen nun offen. Sehr schön. Dann gehen wir da mal eben hin. Vor allem die Musik hier. So ganz simpel so ein bisschen.
So, gerade mal gucken, wo müssen wir hin? War das hier? Ja, denke schon. Nazwirfinst. Oh, da ist Zubiris. Zubiris! Ja, Zubiris ist auch so ein spezielles Pokémon. Es soll ja, glaube ich, so eine Art Edelstein-Pokémon sein. Das sieht man ja auch an den Augen. Aber man sieht nicht immer seinen Mund, nur wenn er anfängt zu grinsen. Zubiris. Ich, ja. Wie rede ich jetzt am besten? Ich habe von Traumagel ein Buch geliehen. Ich freue mich schon richtig darauf, es zu lesen. Ihre Buchempfehlungen sind immer die besten. Der Umschlag mit dem Bild dieses Schlüssels ist auch recht toll. Ja? Möchtest du mit mir auch kämpfen oder möchtest du nur mit mir reden? Ja, okay. Dann halt noch nicht. Na? Ah, Meister Rotom verschwand, nachdem er das Lesezimmer betreten hatte. Deshalb suchte ich das Lesezimmer auf und sah mich nach Spuren um. Und siehe da, ich wurde fündig. Im Bücherregal direkt hinter mir gibt es nämlich eine sehr seltsame Lücke zwischen den Büchern. Du kannst doch durch Wände gehen, guck doch einfach so nach. Es fehlt ganz genau ein Buch. Vielleicht gelangen wir ja zu Meister Rotom, wenn wir das passende Buch auftreiben und in die Lücke setzen. Ja. Pikachu, ihr seid überall als Multitalent bekannt. Sicher wird es euch auch gelingen, das richtige Buch aufzuspüren. Ich flehe euch an, helft mir. Ja, es wird vermutlich Zubiris haben. Ja, ja, okay. Und es ist nicht umsonst ein Schlüssel auf dem Buch drauf, weil es sozusagen der Schlüssel zum... Ja, übrigens sieht man jetzt auch mal den Rücken von Zubiris. Okay, interessant. Zubiris. Wir meinen, in einem Regal gibt es eine Lücke und du musst herausfinden, wo das Buch ist, das dort hineinpasst. Da kann ich dir auch nicht helfen, auch wenn ich gerade das Buch hier liegen habe, was du vermutlich suchst. Oh, du möchtest also überprüfen, ob es vielleicht das Buch ist, das ich mir ausgeliehen habe? Das kann gar nicht sein. Sorry, aber das lese ich gerade. Du kannst es gerne haben, wenn ich damit fertig bin. Ah, jetzt gleich brauchst du es. Du bist echt ungeduldig, aber schön. Wenn du einen Wettstreit gegen mich gewinnst, kannst du es haben. Mach dich bereit, von mir mit Fragen gelöchert zu werden. Ich kenne mich nämlich sehr gut aus. Alles klar, zeige mir dein Wissen. Frage Nummer 1. Wer versteht sich besonders gut mit den Geist-Pokémon hier? Ja, Pichu. Exakt. Ja, ich mag das irgendwie, wenn Tobias anfängt zu grinsen. Das, sein Name ist ja auch so mit Iris, also mit dem Auge Iris. Und Zombie halt, in dem Sinne, ja. Nicht übel. Frage Nummer 2. Wer betreibt ein Spiel, an dem selbst ich teilnehmen kann? Pliper ist Flug. Das würde er wohl nicht machen. Garados ist Schwimmen, also wohl Polterus. Ja, also da war jetzt Ausschlussverfahren da, gell? Exakt. Du bist echt hartnäckig. Frage Nummer 3. Wer oder was hängt am Eingang zum Herrenhaus an der Decke? Am Eingang zum Herrenhaus? Ist das eine Fangfrage? Also Weberak hockt irgendwo in einem Raum drin. Also das kann sie nicht sein. Ich nehme mal eine Lampe. Okay. Das war eine Bayer, okay. Ist eigentlich nicht wirklich eine Pokémon-Frage gewesen. Exakt. Na gut, hier hast du das Buch. Macht dich das wirklich so froh? Da fühlt sich der Autor dieses Schinken sicher geschmeichelt. Ja, ich möchte es nicht lesen, ich möchte es nur abgeben. Aber bevor... Buch erhalten. Ja, Pikachu, lass liegen. Tschüss. Ich wollte ja eigentlich zuerst mich noch im Raum umgucken, bevor ich hier jetzt gleich hier alles mache, was ich tun soll, in dem Sinne. Also. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Traumagel hier dann hier oben irgendwo rumgeistert, aber auch gut. Oder ist es vielleicht jetzt im, ja, kann natürlich auch sein, dass es jetzt im, na, sag schnell. Da ist, wo die anderen Pokémon sind, gell? Oh, sorry, Pichu. Ich muss hier mal durch. Wo ist es denn? Ah, da hinten. Okay. Weil das würde ich nämlich nur vorher machen hier. Hallo? Ah, du möchtest von mir wissen, wo du den Himmelsgarten findest, oder? Tut mir wirklich leid, aber aus dem Stegreif kann ich dir nicht helfen. Ich habe mal irgendwo in einem Buch gelesen, wo er sich befindet. Such du erst einmal nach Rotom. Ich gehe der Sache so lange auf den Grund. Ja gut, das hätte ich mir auch sparen können, aber gut. Text ist Text, gell? Den wollen wir auch verstehen. Wissen, dass wir mit ihr noch nichts anfangen können. So, aus dem Weg. Pikachu muss durch, er ist wichtig. Ah, okay. So, her mit dem Buch. Yay. Pika.
Ja, Pikachu, gut, dass du so stark bist, sonst ist das Buch auch ein bisschen schwer für dich, gell? Hier ist die Lücke, okay. Da rein. Ja, das Buch passt genau in die Lücke im Regal. Einfach so reingefloppt. Ja, schön, Pikachu. Geh mal rein da. Ja, sieht ein bisschen hier unaufgeräumt aus. Vor allem, die Treppe hinten. Ja, okay. Ist ein nächstes Gebiet, wollte gerade sagen. Wenn man sich nämlich so die Wände anguckt, einfach nur irgendwie die so völlig willkürlich so Holzbalken dran gehämmert, gell? Oh, die Musik verändert sich hier gerade so ein bisschen. Ich glaube, bei Rotom war das noch ein bisschen speziell, weil Rotom ist so ein bisschen... Nee, nicht Rotom. Ein anderes Pokémon, aber das kriegt ihr gleich noch mit. Ja, es ist alles gut. Ich gucke mich hier noch um. Ich möchte hier mir mal die Details angucken. Ich habe mir wirklich mal ein bisschen Mühe gegeben hier. Ja, Rotom ist ja eigentlich auch ganz simpel eigentlich. Also das ist ja... es wird ja rückwärts gesprochen, Motor. Und es ist halt ein Geist-Pokémon, was in verschiedene Gegenstände reingehen kann, um die dann zu kontrollieren. Na, du Kleines? Oh, hallo. Was für ein Glück, dass du hier bist. Wäre ich hier in, während ich hier klammheimlich mein Spiel vorbereitete, schob sich plötzlich das Regal vor die Tür und ich schloss fest. Vielen Dank, dass du mich hier aufgespürt hast. Aber erzähle bitte noch nicht herum, dass ich hier bin. Soll nämlich eine Überraschung für die anderen sein. Oh, du hast echt viele Freunde. Das hört sich sehr gerne. Ich will nämlich, dass möglichst viele Pokémon an meinem Spiel teilnehmen. In Ordnung, dann lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's. Die Teilnahme am Bammelballern kostet 30 Bären. Bammelballern, der Name. Und es hat Ruckzuckhieb drauf in dem Sinne, gell? Oder Doppelteam in dem Sinne. Ja. Alles klar, dann mal los. Folge mir hier entlang. Schlage die Alpollo und Nebulak zurück und scheffle Punkte. Ja, und das ist ein Shooter-Spiel. Spielanleitung. Ziele mit der Wii-Fernbedienung auf dem Bildschirm, um den Cursor zu bewegen. Drücke A, um zu ballern. Für jedes Alpollo oder Nebulak, das du so zurückschlägst, erhältst du Punkte. Die Punkte auf dem Radar zeigen an, wo in deiner Nähe sich Pokémon aufhalten. Behalte dein Umfeld immer im Blick. Hat sich ein Geist an dich geklammert, ist das Spiel vorbei. Gib alles und scheffle so viele Punkte wie möglich. Und je nachdem, welches Pokémon man hat, ist es natürlich relativ schwierig, das Ganze zu machen. Und hier ist übrigens, ja, noch ein Pokémon, was fehlt. Und wir hätten eigentlich schon theoretisch alle haben können, aber hier fehlen zum Beispiel auch noch die zwei großen. Ja, okay. Machen wir es mit Magnetilo. Weil wir müssen sowieso alle machen. Oder machen wir mit Pikachu. Na komm, egal. Darf Pikachu auch mal wieder hier Vorlage schieben, gell? Es ist ja auch jetzt speziell da. Und Magnetilo hat gerade keine Zeit. So, ja, das sieht man auch mal wieder hier... Ballern, gell? Und das Schwierige bei dem Spiel ist jetzt, ja, man muss die Pokémon oft treffen, also. Und übrigens, die Rotoms da hinten sollte man nicht treffen. Die sind nämlich, das zieht Punkte ab. Na, das Schwierige hier, was ich sagen wollte, ist, ja, dass man die Kamera nur dadurch dreht, wenn man halt nach links oder rechts mit der Wiimote geht. Na, geh weg. Und dadurch, dass man halt so lange braucht, um die abzuschießen, hat man keine Zeit irgendwann mal die, also nicht mehr viel Zeit, um sich halt umzudrehen. So. Also wenn sie von hinten kommen, ist vorbei. Das wollte ich damit sagen. Ja, okay. Und verflucht. Alpollo. Aber ja, ich hätte eigentlich gar nicht so übertreiben müssen. Wobei doch Mindestleistung 5000. Eigentlich muss ich doch übertreiben. Ich muss gut sein. Okay. Ist halt nur wieder ungewohnt für mich, weil, ja, weil ich ja die ganze Zeit ohne Zielen gespielt habe, das Spiel generell. Und ich nicht so viele Spiele spiele, die... Ja, da freut er sich. Die halt, ja, sag schnell. Die halt so aufgebaut sind, dass man halt wirklich ziehen muss. Glück. Jetzt habe ich vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Glückwunsch, du hast es geschafft. Ich habe hier etwas für dich. Das ist ein Splitter vom Himmelsprisma. Das Prisma ist ein Talisman, der den Legenden des Poképarks auftaucht und bewirken soll, dass sich alle Pokémon miteinander vertragen und gern haben. Ja, nimm ruhig. Ist zwar größer als ich, aber okay. Und ist auch größer, auch du fast.
Wenn sich jemand dazu bereit erklärt, mit mir zu spielen, macht mich das immer sehr froh. Wenn ich ein Pokémon zum Lachen bringen kann, steckt es nämlich immer auch an seinen Freundeskreis mit dieser Heiterkeit. Steckt es auch immer auch seinen Freundeskreis mit dieser Heiterkeit an. Mein Traum ist es, dass ich so irgendwann einmal nicht nur unter den Pokémon hier im Pokepark, sondern überall auf der Welt für strahlende Gesichter sorgen kann. Hast du auch einen großen Traum? Ich stehe auf jeden Fall hinter dir. Wenn du alle Bonusleistungen meines Spiels knackst, können wir gerne Freunde werden. Okay, hier muss ich sogar das machen. Ja, okay. Es war eine gute Entscheidung von mir, bin ich ganz ehrlich. Dass ich wirklich alle Pokémon mache. Ihr habt es gehört, hier muss man sogar mit jedem Pokémon es schaffen, um halt Rotom auch als Freund zu bekommen. Oh, du bist zurück. Klasse, das freut mich. Echt. Die Teilnahme am Bammelballern kostet 30 Bären. Jetzt macht der Name nämlich auch Sinn. Also Ballern sowieso, aber Bammel wegen hier Angst vor den Geistern. Alles klar, dann mal los. Folge mir hier entlang. Ja, und es wird vermutlich wieder die... Wobei, ich merke gerade, der Part ist eigentlich schon recht weit fortgeschritten, würde ich mal sagen. Also wir machen nicht alle. Zumindest nicht in diesem Part alle, das wollte ich damit sagen. Weil das würde, glaube ich, schon zu lange dauern. Oder ich gucke halt zumindest, dass ich immer die Bestleistung erreiche und dann höre ich auf. Dann, vielleicht können wir uns das so machen. Wo ist leider hier schon bei 1000, also das sollte eigentlich machbar sein. Hoffe ich doch. Ja. Und der Unterschied halt ist halt auch wirklich, dass hier die, ja. Wobei, ich habe die Bonusleistung ja schon, gell? Ja. So, alles klar. Magnetilo, ja. Ja, ja, machen wir so, weil sonst, dauert es lang. Ich will ja sowieso nur die Bonusleistung schaffen, von daher macht das dann auch Sinn. Es wird dann nur gerade jetzt hier in dem Fall so sein, gerade hier, man denkt ja hier, okay, geht ja schnell, aber eigentlich eher nicht, weil je höher man kommt, umso mehr Punkte braucht man, umso länger muss man das Minispiel spielen. So, Pupanze. Und übrigens, das Fadenkreuz, das fällt mir jetzt erst ein wieder, ja, das Fadenkreuz wird auch größer. Also heißt, dass man dann mit späteren Pokémon natürlich dann um einiges mehr, 3000 braucht übrigens, gell? Einiges leichter treffen kann. So, weg mit euch. Komm. Einer noch. 3000, okay. Da. Also, ich glaube, ich könnte auch nichts, hier, wie soll man sagen? Ich tue auch keine, nee. Ich habe den Satz falsch angefangen, so rum. Es gibt ein Pokémon, mit dem man Maximum erschafft. Das wollte ich damit sagen. Das wird mit dem Kleinen eher relativ unmöglich sein, weil die halt wirklich relativ, ja, also die Pokémon immer mehr und es wird dann irgendwann unmöglich, alles zu treffen. Also das geht dann einfach nicht. So, Pandemus kann sich ja zumindest ein Schutzschild aufbauen, gell? Vor allem ist es übrigens auch lustig, dass er hier dieselbe Animation macht wie beim, komm nach links. Oh, verdammt. Ja gut, hat man es mal gesehen, dass man Punktabzug kriegt. Ich brauche 3,5, gell? Aber hier merkt man übrigens, jetzt muss man die Apollo auch mit ihm nur noch zweimal treffen. Also heißt, er kriegt dann schon mehr Punkte zusammen. Ich merke gerade, die Punkte ist erreicht. Ich hab Angst. So. Ja gut, aber alle Pokémon heißt übrigens auch, dass mir ja auch die restlichen Pokémon dann sowieso noch brauchen. Also, okay. Ich erkläre immer dasselbe, immer wieder. Ihr wisst, was ich meine. Dass ich halt dann eh später nochmal zurück muss, um die anderen Pokémon zu holen und auch die anderen Minispiele nochmal zu spielen. Das bleibt halt nicht aus. Wenn man es komplett spielen will, dann muss man das schon so machen. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube, 4000 brauche ich. Ich hoffe es mal. In diesem Fall machen wir noch ein paar Pünktchen mehr. Okay, gut, dass er noch nicht abschießbar ist, sage ich mal. Und ansonsten muss man eigentlich sagen, das Zielen an sich funktioniert gut. Also, wie man es halt von der Wii-Mode gewohnt ist. Man kennt, also, es gibt ja auch Spiele, die sich nicht so gut steuern lassen in dem Sinne.
Übrigens, wenn man immer im Wechsel sie abschießen, ist natürlich auch ein kleiner Vorteil, weil man halt, dadurch, wenn sie einmal getroffen werden, werden sie kurz zurückgedrängt. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, Pokémon sich nicht zu nah an sich rankommen zu lassen, sag ich mal. Wir haben genug, glaube ich. Ich verfall immer, ja, 4000 waren es. Ich verfall immer so ein bisschen, na, Edekit? Wie sie schreien. Ich verfall immer so ein bisschen in Scoren oder ich lasse mich immer so sehr von dem, was ich gerade quatsche, ablenken, dass ich dann mehr Punkte mache, als ich eigentlich brauche. 5000. Dam, dim, dam, 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 dam. So, Abra, du bist dran. So, der braucht nur noch einen Schuss für die Nebulak, heißt, er kriegt noch mehr Punkte zusammen. Oder es ist generell mit ihm halt einfacher. Aber bis 5000 machen wir und dann passt es wieder. Weil ich könnte natürlich, wie gesagt, mehr schaffen, aber dann würde der Part unnötig lange werden und das muss ja auch nicht sein. Ich mache das Let's Play hier generell schon so ausgiebig, wie es geht. Und da muss ich nicht noch auf Score spielen. So. Das mache ich bestimmt wieder irgendwann mal hinterher, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. So, 5000, alles klar. Nein! Wie es rumwackelt. Nein! Ach ja, Abra. Ist übrigens auch lustig, dass Abra also von sich aus fliegt, aber Kadabra und Simsala, die bleiben gemütlich auf ihren Füßen stehen. Wobei, ja doch, ja, ist so. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, weil Simsala hat ja noch, glaube ich, eine Mega-Entwicklung, die dann auch schwebt in dem Sinne. 5-5, ja, okay, da geht Alpolo gegen seine eigenen Leute. Ja, es wird ein längerer Part heute, aber ist ja nicht so wild. Dann haben wir zumindest alle hier schon drin. Und dann kann der nächste Park dann direkt mit dem, ja, mit dem nächsten Pokémon weitergehen. Und hier setzt er sich immer Spukball ein, gell? Also ist schon eine Variation da. Nicht jeder setzt hier Elektroattacken ein in dem Sinne. Ich finde übrigens fair, dass wenn die Rotoms auftauchen, dass die erst einmal hier... Die Rotom, nicht die Rotoms. Es gibt keine Mehrzahl. Dass die erstmal unangreifbar sind, nicht dass man sie aus Versehen abschießt. Da schießt man sie eher aus Versehen ab, während man gerade hier so nach links und rechts geht. So, 5-5 waren es, gell? Ja. Und was ich halt damit meine mit dem Schwierigen, dass man halt hier nach links und rechts geht. Wenn man zu weit nach links und rechts geht, dann bleibt der Cursor stehen und dann, ja, also ist er halt außerhalb vom Screen. Und dann reagiert er natürlich nicht, dann bleibt das Pokémon stehen und dann hat man natürlich keine Zeit mehr so richtig zu agieren. Also man muss mit Gefühl spielen, das wollte ich damit sagen. So. Alles klar. Nächstes Pokémon. Electek. Bewegt sich halt schon ein bisschen anders, als wenn man es vergleichbar mit, wie heißt es, mit dem... Oh, Gott, ich verschwinde hier. Also wenn man es mit hier Spielen wie zum Beispiel, wie Play vergleicht, da gab es so ein, ja, so ein Minispiel, wo man halt auch schießen musste. Und da bewegt sich halt der Cursor eher, ja, wie soll man sagen, nicht so flüssig, sage ich mal. Zwar kann man es auch gut steuern, aber es ist halt mehr, es zieht hier, es zieht nach, anstatt man halt wirklich instant sich bewegt. Kann auch gut sein, ist auch nur eine Sache, wo man sich dran gewöhnen muss, aber ich brauche 6000, gell? So, ich will euch. Passt. Aber ist generell alles eine Gewöhnungssache, genau. Das wollte ich damit sagen. So, wir haben die Punkte. Nein! So, sehr schön. Gehört alles zum Spiel, alles zum Spiel. So, dann haben wir nicht mehr viel. Dürfte ja gleich geschafft sein. Auch wenn wir vermutlich diesen Part wohl die 30 Minuten erreichen, aber ist ja egal. Was beschwere ich mich eigentlich immer? Ob ich 20 Minuten oder 30 Minuten Parts mache, das kann ja... Das kommt ja immer nur darauf an, ob die Leute dann halt Bock haben, sich einen Cook anzusehen oder nicht. Und ob sie es skippen oder nicht, ist ja dann auch an der Partzeit egal, weil... Ich spreche mal so, als würde ich mit anderen reden, aber ich rede ja mit euch.
Ja, also wenn ihr es halt jetzt skippen würdet, dann würdet ihr auch im nächsten Part skippen. Also es ist dann egal, wie lang der Part wird, das wollte ich damit sagen. Und die Leute, die es nicht skippen wollen und halt gerne mehr sehen wollen, die haben natürlich auch dann mehr davon. Weil man kann es ja nicht allen recht machen. Es gibt immer die... Oder treffe ich den? Habe ich den jetzt gerade doch getroffen? 6-5 war es, gell, was ich brauche. Also für die einen, die wollen halt wirklich lange Parts haben, damit sie mehr zum Gucken haben. Die anderen wollen halt, ja, die skippen halt, weil sie nur bestimmte Sachen sehen wollen. Deswegen, ja. Mache ich lieber komplett, als wenn ich hier, als wenn ich hier die Hälfte wegklappe. So, dann einmal Gengar, mein Lieblings-Pokémon hier. Gengar! Ich mache sie alle fertig! Ich weiß auch nicht, warum ich hier mit dem alles fertig machen hier drin habe, aber gut, Gengar guckt halt immer so fies wie hier. Ja, keiner kann mir was. Was wollt ihr denn überhaupt von mir? Ruhe. Ja, und er ist jetzt so stark, dass er sogar die Alpollo hier mit einem Schuss besiegt. Also er kann einen guten Score erreichen mit 9000 Barns, gell? Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass man hier die, immer schön guckt, wo die Pokémon erscheinen. Weil wenn man hier halt die Pokémon one-hittet, dann, ja, ist er natürlich logisch. Dass man, dass die Schwierigkeit nur noch ist, dass man guckt, ob sie von links oder rechts kommen oder von hinten, ja. Ich gucke auch übrigens mehr aufs Radar als auf hier, auf den Bildschirm, bin ich ganz ehrlich. Das ist halt bei mir so eine Gewohnheit. Auch wenn ich eine Minimap hätte, würde ich eher, wenn ich irgendwo hinlaufe und weiß, dass keine Gegner da sind, dann gucke ich lieber auf die Minimap, als wenn ich hier, nicht auf die Umgebung, ja, auf die Umgebung schaue, so rum. Achtung. Na? Ja, das habt ihr schon gemerkt. Da wollten es die Pokémon eben hier wissen. Na? Aber wie gesagt, dadurch, dass sie auch von links und rechts kommen können und man es halt von links und rechts noch abschießen kann, hat man natürlich auch die Chance hier nach, also hier so nach links und rechts zu feuern. Das wollte ich damit sagen. Also, dass man auch so zumindest noch schießen kann, aber wenn es zu viele wird, dann... Man kann ja nicht Dauerfeuer geben. Dann reicht es nicht. Und ich bin hier gerade wieder abgedriftet in zu viel Score, gell? Okay, kommt noch ein Pokémon. So. Magnetzone. 10.000. Und dann darf das mit dem Part dann heute gewesen sein. So, aber uns auch ein bisschen konzentrieren, weil ihr habt ja gemerkt, die Pokémon werden ein bisschen fies. Es ist ja ein bisschen gescriptet, wie die erscheinen. Ihr seht halt auch, das Fadenkreuz wird größer, das heißt, auch die Hitbox, also das alles, was in dem Fadenkreuz ist, wird getroffen. Und was ich irgendwie auch interessant finde, ist, dass manchmal auch mehr als ein Pokémon getroffen wird, je nachdem, ob es halt mit im Kreis ist. Dann, tada. Oh, Achtung, nicht ihn abschießen. Kommt nicht so gut. Man kann sich natürlich auch auf die Farbe konzentrieren, dass halt, wenn das Fadenkreuz immer rot ist, dass man dann schießt. Aber, ja. Ist halt auch wieder so eine Sache für sich. So, haben wir auch gleich. Ich meine, wir hatten mit Gengar 12.000, also würden wir hier dann wohl 10.000 erreichen. So. Ist ruhig und geschafft. Geht doch. Magnetzone, ja. Ich habe eine komische Stimme hier. So. So muss das. Alles klar, alles wunderbar. Und ja, Part 29, 30 Minuten. Es war schön, dich zu sehen. Bis bald. Ja, ich wieder vergessen, wie er heißt. wie die Stimme war. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokepark wie Pikachus großes Abenteuer sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.